Wir berichten heute mal wieder von der Seestraße in Wölversheim, von den umfangreichen Bauarbeiten zur Kreisverkehrsanlage. Mittlerweile sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass ein Ende der Baumaßnahme abzusehen ist. Wir werden am Ende dieser Woche mit den Asphaltarbeiten beginnen. Hier in dem unteren Bereich entlang des Feuerwehrgerätehauses fehlt noch die Asphalttragschicht. Die wird am Freitag, den 14. eingebaut. Dann geht es in der nächsten Woche weiter mit der Asphaltdeckschicht im ganzen Kreisverkehrsbereich. Das bedeutet, dass zunächst hier die östliche Fahrbahnseite asphaltiert wird. Danach wird die Baustelleneinrichtung umgestellt, sodass die westliche Fahrbahnseite asphaltiert werden kann. Einhergehend damit ist eine Sperrung der Bahnhofstraße vorgesehen, die voraussichtlich einen Tag in der nächsten Woche beanspruchen wird. Da auch noch umfangreiche Markierungsarbeiten in diesem Bereich anstehen, unter anderem müssen die Fußgängerüberwege auf allen vier Zufahrten noch eingelegt werden, ist mit einer kompletten Freigabe des Verkehrs frühestens ab dem 18. November zu rechnen. Die Vollsperrung wurde jetzt auch genutzt, um den Kreisel zu gestalten. Unter Mitwirkung des Vereins zur Förderung der Bergbau- und Kraftwerkstradition in Wölversheim und des Bauhofs der Gemeinde Wölversheim wurde hier ein Stollen errichtet. Es fehlen noch einzelne Gestaltungselemente. Der Stollen ist noch nicht komplett fertiggestellt. Auch die Grünfläche ist noch nicht eingesät. Hinter diesem Hund kommt noch ein Bergmann, der die schwierige Arbeit der früheren Jahre symbolisieren soll. Im Zuge des Neubaus der Kreisverkehrsanlage wird auch diese Grünfläche hier an der Ecke zur Bahnhofstraße neu gestaltet. Das heißt, dass in diesem Jahr noch die Gehölze gerodet werden und im Frühjahr nächsten Jahres die Fläche gestaltet wird.